Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Crazy Dog Gaming. Heute zeige ich euch die allerneueste Game TTS Version und natürlich zeige ich euch da dazu die Installationstutorial. Als allererstes gehen wir auf die Seite von denjenigen, der das Game TTS kreiert hat. Ihr geht dann auf diesen Link hier. Ihr kommt dann auf diesen Forum von Game TTS auf World of Gothic. Die neueste Version, die 1.1.5, wäre dann hier zu finden. Und dann müsst ihr einfach nur auf Download gehen. Hier ist jetzt der Game TTS Installer. Ihr geht dann einfach drauf. Wenn das bei euch aufkreuzen sollte, geht ihr einfach auf weitere Informationen und trotzdem ausführen. Bei euch sollte das jetzt nicht so erscheinen, aber weil ich Game TTS schon installiert habe, erscheint es bei mir so. Aber ihr müsst dann einfach das ganz normal installieren, wie ihr jedes Programm auf dem PC installiert. Und dann kreiert sich bei euch auch schon das hier. Es gibt nur ein kleines Problem. Game TTS zeigt euch dann folgende Problemmeldung, dass Netcore 3.1 Desktop Runtime installieren müsst. Geht dann einfach auf diese Seite, die habe ich auch verlinkt. Geht dann hier auf den mittleren, also Run Desktop App. Das müsst ihr dann auch installieren. Bei mir habe ich es auch schon installiert gehabt, deswegen kommt bei mir deinstallieren oder reparieren. Aber bei euch sollte es dann genauso auftauchen. Und wenn ihr dies dann installiert habt, also wenn ihr beides dann erfolgreich installiert habt, dann könnt ihr auch schon das Game TTS starten und es wird dann bei euch so erscheinen. So, hier sind wir schon beim neuen Game TTS 1.1.5. Was ist alles neu? Das erste, was neu ist, statt dass die Synchronsprecher, Schauspieler, deren Namen gezeigt werden, direkt die Ingame-Leute sehen kann. Ich mache jetzt beispielsweise mal Bloodwind bzw. Koranga. Hier haben wir jetzt auch noch die Möglichkeit zu sehen, was für eine Mood, also was für eine Stimmung diejenigen haben. Wir machen jetzt mal Anger zum Beispiel, also er ist ein bisschen wütend. Ich gebe mal Folgendes ein. Das ist irgendwas Randomhaftes. Wir machen mal Anger und tun es mal synthesizen. Du mieser Hund, ich hätte dich schon längst getötet. Hört sich nicht schlecht an aktuell. Wenn ihr jetzt beispielsweise sagt, okay, ich möchte jetzt eine andere Emotion haben, ihr braucht da nicht immer wieder extra zu synthesizen, ihr könnt es dann hier direkt ändern. Es wird dann natürlich erst dann auch übernommen, wenn ihr hier dann die Option Resynthesize macht. Das ist auch ein neues Feature und das ist auch sehr cool, weil immer wieder zu synthesizen, bis man den perfekten Audio hat, ist ein bisschen blöd. Das heißt, man hat dann immer wieder hier einen Slot für einen bestimmten Dialog und dann kommt man nicht so immer wieder in Suche. Man hat dann auch noch die neue Option Style. Style ist die verschiedene Sprachweisen, die verschiedene Dialekte, was dann ein NPC hat. Beispielsweise piraterisch, komisch, betrunken, französisch, orkrisch oder sogar gnomisch. Jetzt hatte ich aktuell das Piraterisch. Das wurde automatisch aktuell benutzt, weil, wenn wir hier auf Einstellungen gehen, also auf Settings Window, hier ist dann unser altbekanntes Spracheinstellungsprogramm. Hier kann man den Speech Tempo einstellen, also die Geschwindigkeit vom Reden, die Varianz A und die Varianz B. Dann gibt es neu die Emotion Weight. Das ist dann, wie sehr soll dieser Dialog emotional dann reagieren. Sample Size ist eine Einstellung, desto höher man es setzt, desto besser ist dann die Sprachqualität. Natürlich wird dann auch der Speicher mehr. Und hier kann man dann die Speech Style direkt einstellen. Wir machen jetzt beispielsweise French. Du mieser Hund, dich hätte ich schon längst getötet. Oh mein Gott. Ich probiere jetzt mal beispielsweise Happy. Und sage ich mal, das hat mir jetzt nicht so gefallen, dann tun wir es mal aktualisieren. Du miser Hund, dich hätte ich schon längst getötet. Alter, das hört sich so französisch an. Hier könnt ihr dann speichern und euer Datei wird dann immer beim Output im Game TTS Ordner gespeichert. Jetzt gehen wir rüber auf Settings. Also ihr könnt dann hier, statt dass es immer wieder beim Output gespeichert wird, könnt ihr dann sagen, okay, ich möchte jetzt einen Desktop immer wieder gespeichert haben oder egal wo. Also hier kann man dann konfigurieren, wo es dann immer auto gesaved wird.
Bei Audio könnt ihr die verschiedenen Audioformate auswählen, aber für Gothic Mods beispielsweise benötigt man WAV-Dateien. Hier könnt ihr die Value einstellen und hier könnt ihr dann aktivieren oder deaktivieren, dass die Value dann es gedrosselt oder sogar höher stellt. Experimental ist ganz einfach GPU-Support. Ihr tut dann sozusagen nochmal den Game TTS boosten, damit es schneller funktioniert. Da werden dann auch noch zusätzlich Daten installiert. In der Zeit kann ich euch auch erklären, was Audio Excitement ist. Das ist nochmal zusätzlich einfach ein Option, dass eure Audio nochmal, eure Audioqualität nochmal dazu verbessert wird. In dem Sinne, das war's auf jeden Fall von diesem Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert auch meinen Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Wenn ihr an Speedrun interessiert seid, an Gothic Let's Plays oder an Gothic Filme bzw. Makinimas, könnt ihr auch mal an meinem Kanal ein bisschen rumstöbern. Ich habe sehr viel Content in meinem Kanal, also sehr viel Verschiedenes. Und ja, in dem Sinne, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder auf Crazy Dog Gaming. Ciao!